Genau. Verrückt. Veranstaltung geteilt. Okay, super geil. Dann sind wir jetzt online. Herzlich willkommen zum Proberaumkonzert. Das erste dieser Art. Wir versuchen damit YouTube-Geschichte zu schreiben. Unser Plan ist, wir haben ja einen Hut voll Lieder. Über 20, wenn ich recht informiert sind. Die geben wir jetzt rum und ihr dürft, wenn ihr wollt, uns die Verantwortung übernehmen, für uns die Setlist des heutigen Abends zusammenzustellen. Erstmal Stück für Stück. Ein Lied spielen, dann ein Lied ziehen, dann wird's gespielt und so weiter. Wir machen in der Mitte eine ganz kleine Pause, da bleiben wir online, aber gehen kurz pullern und rauchen. Wir befinden uns hier im Weddinger Hinterhof. Ihr befindet euch im World Wide Web und der erste Song, den wir euch präsentieren am heutigen Abend. Wer will? Heißt? Lebenslust. Lebenslust. Wir beginnen mit einem Klassiker aus dem Jahre 1873. Hey. Das ist viel zu eng hier. Ganzen Leber und
Hinweisen, diejenigen unter euch, die zählen können, werden mitbekommen haben, dass wir heute zu dritt statt zu viert sind. Das ist richtig. Yeah. Wie heißt das nächste Lied? Der Druck steigt. Der Druck steigt. Okay. Auch der Druck steigt für mich, der Druck
Luca steigt für dich, jeder gegen jeden. Der Druck steigt eh an sich. Durch Deutschland muss ein Druck gehen, von unten nach ganz oben. Wir wollen so nicht leben, Schnaps und Liebe, wir geloben. Tut mir leid, dass ich diese Zeilen so verspäte. Doch wir reden hier vom Weib und ihr nur von der Knete. Der Druck steigt für dich, der Druck steigt für mich. Jeder gegen jeden, der Druck steigt eh an sich. Mein Druck ist ein Bündel selbstherrlicher Wünsche. Mein Druck ist größer als vom Trainer Bayern München. Druckgas und Behälter, nicht ans offene Feuer. Wenn Druck auf Menschen liegt, werden Menschen teuer. Der Druck steigt für dich, der Druck steigt für mich. Jeder gegen jeden, der Druck steigt in ein Ziel. Der Druck steigt für dich, der Druck steigt für dich, jeder gegen jeden, der Druck steigt für dich. Scheitern und verzweifeln, der Druck wird dich zerfetzen. Druck ist ein Übel, Druck ist ein Geschenk. Druck wird von ganz oben radikal gelenkt. Der Druck steigt für dich, der Druck steigt für mich. Denn jeder gegen jeden, der Druck steigt eh an sich. Der Druck steigt für mich, der Druck steigt für mich. Jeder gegen jeden, der Druck steigt eh an sich. Der Druck steigt für mich, der Druck steigt für mich. Jeder gegen jeden, der Druck steigt eh an sich. Das war der zweite Song beim ersten legendären Proberaufkonzert live auf YouTube und direkt aus dem Wedding im Hinterhof hier. Geil. Aber, oh, ist deutlich verzögert. Aber ja, wir sind online, das ist der Beweis. Der nächste Song. Wer hat den Hut des Vertrauens? Top. Einmischen. 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 Ihr wünscht euch heute nur Klassiker. Das ist okay. Von Wünschen kann hier keiner reden. Das ist notgedrungener Zeug. Das ist wahr allerdings. Diesen Song spielen wir jetzt. Der Arbeit macht und
Spannende Atomkraftwerke, Einkaufszentrum, super schön. Die Terrorwarnung und das Krisenmanagement, die Geburten, Armut und das Stream voll verbrennt. Doch egal was passiert, du kannst doch was verändern. Egal ob ihr oder in fremden Ländern, wäre, wenn ich dir. Es ist wichtig, ja, 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 dass du dich einbringst, dass du dich einbringst. Wenn du draufkriegst, noch immer brennen Heime, noch immer brennt der Hass, noch immer schlimme Dinge. Wir werden nicht wahr. Flüchtlingskrise, Überfremdung, der Mob regiert mit Angst. Oh, wann steht auf und sagen, stopp, es langt, es langt, es langt, es langt schon so lang, es langt, es langt, es langt schon so lang. Dunkel Deutschland, braucht unsere Zeit, wenn wir alle schweigen, dann macht sich die Kampfbereit auf den Straßen, auf den Plätzen, Parlamenten und im Netz. Ich werde erst ruhen, ist der blau-graue Mob zersetzt. Denn egal was passiert, du kannst doch was verändern. Egal ob hier oder in fremden Ländern, wäre, wenn ich wäre, pack die Wahrheit auf den Tisch. Es ist wichtig, analog wie digital, dass du dich einbringst. Und du ganz alleine nimm dein Schicksal in die Hand, raus zu den Leuten. Ja, auf dich, da kommt es an. Hab keine Angst, egal wie vor dir steht. Glaub an dich und uns gehört der Sieg. Denn egal was passiert, du kannst doch was verändern. Egal ob hier oder in fremden Ländern, wenn ich dir, pack die Wahrheit auf den Tisch. Es ist wichtig, ja, 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 dass du dich einbringst, dass du dich einbringst. Ein bisschen, ja, so, es reicht schon. Gut, ich weiß nicht, wo der Korb ist, wer nochmal gezogen egal. Hat. Priska macht die Lux-Fan. Mir doch egal. Mir doch egal? Ja, ja, das. Christina. Ach so. Es folgt mir doch egal, eines unserer politisch radikalst formuliertesten Lieder. Eine provokante These, die wir im Namen des Lariismus versuchen, in die digitale Welt zu tragen und darüber hinaus. So.
Liebe weichen, Radio an, die Stimme schweigt, Sonne weg, nur Regen bleibt. Mir doch egal, mir doch egal. Das ist mir doch egal, mir doch egal. Stimmung mies, der Abend geil, ich bin online gegen Stein. Bahn weg, Anschluss knapp vorbei, AAS, Ticket kaufen, auch verschasst. Der Kopf tut weh, der Bauch ist schwer. Ist schon wieder leer. Mir doch egal, mir doch egal. Ist auch eine Haltung, konstruktive Gestaltung, schwarz oder weiß. Macht was ihr wollt, mir Cola, Whisky, Lotza nur. Daumen hoch, Reden schwingen, Lieder über Liebe singen. Immer alles besser wissen, sich zu früh ins Bett verpissen. Mir doch egal, mir doch egal. Ist auch eine Haltung, konstruktive Gestaltung, schwarz oder weiß. Sagt, was ihr wollt, mir leid. Willkommen in dieser wunderbaren Formation. Wir sind drei von vier LODPs hier im Proberaum und freuen uns sehr, mit euch das digitale Zeitalter nun aber wirklich mal einzuläuten. Ich darf Ihnen die Band des heutigen Abends vorstellen, meine Damen und Herren. Hier im Proberaum im Wedding, es herrschen 38 Grad innen drinnen. Gleich geht der nächste Sternburg-Aufguss hier rum. Danach wird es etwas nebelig im Bild. Wir machen dennoch weiter, bis die Technik streikt oder es regnet von der Decke unseren Schweiß. Meine Damen und Herren, wir sind lange die Pausenmusik. Begrüßen Sie bitte mit uns den Mann am Bass, den Mann aus Kreuzberg. Er ist Sonnenbrillen-Fetischist. Er hat als Kind schon ein Metronom verschluckt und ihm war ganz schnell klar, dass der Wedding sein zweites Zuhause sein wird. Applaus für Vanya Borch und Bass! Er hat letztes die rote Nelke verdient bekommen für 25 Jahre Engagement bei LODP ununterbrochen. Er ist unser Solo-Gitarrist, bekannt als andererseits als Straßenmusiker und viele, viele mehr, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie mit mir an Textstimme und Gesang. E-Gitarre vor allem, wollte ich sagen. Das ist der Tetz! Braucht man eigentlich nicht vorzustellen, er ist der Namensgeber dieser Kombo und die Pausenmusik. Und der Motor an der Stimme, an den lustigen Texten, den coolen Ansagen, der Akkordgitarre, das ist der Larry! Finden sich die
diverse Utensilien aus mindestens 4 Jahrzehnten Bandgeschichte. Und das Larifari davor auch noch. Unter anderem dieses Schild hier. Er hat sich immer verschrieben, 1980 sein, unser Gründungsdatum, aber gut. Nein, das ist ein Schild von, wenn ich mir recht entsinne, von Alex TV mit das Larifari, ne? Ja, da war das ein Schild. Sowas findet man unter anderem hier im Proberaum. Was ist das nächste Lied, das wir hören werden? Hat jemand was gezogen? Ja, Konsumterror. Konsumterror. Ihr habt echt heute Bock auf die Howling-Songs, ne? Ja, gut. Ein Song. Da knallt ihr. Ja, genau. Okay. Oh.
nicht, dass es den nächsten Stromausfall im Großbezirk Mitte gibt, weil es so absorbiert ist. Wir bauen jetzt ein Energiezentrum auf. Machen wir dazu nochmal kurz eins auf, Moment. Nein, wer hat denn schon mal wieder eine Nummer gezogen? Nicht so wie du. Ja, das kann ich dir auch davor sagen können. Sorry. Ja, steht am Tür. Lesen kann ich noch. Zweiter, ne? Was? Achso, ja. Ja, ja. Das ist jetzt 10 vor halb. Ich würde so vorschlagen, dass wir um... da spricht ein Süchtiger. Naja, ich weiß nicht, so Viertel vor. Wie wieder beginnen? Ich spiele noch 3 Nummern, ja. Ich spiele noch 3 Nummern mal Pause. 2 Nummern, 3 Nummern mal Pause. Jetzt spielen wir erstmal, was war's? Nicht so wie du. Okay. Quatsch nicht, Internet ist teuer, mach die Leitung frei. Ja. Ich bin keiner von den Guten mit dem Fußball-Talent. Ich bin einer, der gern ausschläft, der sein Bäcker verpennt. Bin ein Nichtsnutz, ein Hallo-Tri. Manchmal schurke, manchmal schuft. Doch wenn ich so wie du wär, ey, da spreng ich in die Luft. Ich bin blöd, ich bin faul, das weiß ich ganz genau. Doch es gibt etwas, worauf ich trotzdem baue. Ich begründ den Lariismus, werde Guru im Nu. Eins weiß ich genau, ich werde nicht so wie du. Nicht so wie du. Nicht so wie du, da vor der Glotze. Nicht so wie du, will ich nicht sein. So wie du mit einem Smartphone, nicht so wie du, Tablet-Fixer, nicht so wie du, weil wir nicht sein. Ich rede oft zu viel, kann mich selbst gar nicht leiden. Und was ich noch weniger mag, ist sich mit dir zu streiten. Ich hab ein weiches Herz, manchmal scharfe Zähne, ist es Liebe, Ruhe, Friede. Du denkst nur an dein Land, dein Blick auf diese Welt. Oh, du willst alternativer Grenzung, ist das was zählt. Du redest von den Menschen, über Fremdungen nur. Halt mal bloß die Fresse, wir sind nicht so wie du. Nicht so wie du, nicht so wie du, nicht so wie du. Wollen wir nicht sein, ja, ja, nicht so wie du. Das ganze Internet singt. Nicht so wie du, nicht so wie du. Wollen wir nicht sein. Ich kenne meine Schwächen, meine Füße, die riechen. Wenn ich abends zu viel trinke, muss ich morgens dann kriechen. Ich bin bockig, bin zickig, 0 auf 100 im Nu. Richtig ist nicht so wie du. Jetzt geh ich auf die Bühne. Der Applaus scheint mir gnädig. Ich beleidige mein Vater, tut Stille. Ach, wie dämlich. Ich hoffe noch auf Beifall und dann höre ich nur Buh. Du glaubst dort an was? Nimmst du keine Drogen oder kaufst du täglich Maske?
auf der Stelle zu trinken, so wie wir. Nicht so wie wir, nicht so wie wir. Hier aus dem Wedding wollt ihr nicht sein, ja, ja, nicht so wie wir. So wie wir. Nee, so wie diese Internetstars. So wie die. Nicht so wie wir. Wollen wir nicht sein. Nee, so wie die. Nicht so wie wir. Nicht so wie die. Nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Wollen wir nicht sein. Jo, wer hat den nächsten Song gezogen? Schaps. Schaps? Steht da nur Schaps drauf? Liebe Schnaps und Revolution. Sag ihm einfach einen neuen Titel, dann muss er sich einen ausdenken. Ja, das wäre es. Ein Lied über ein synthetisch entwickeltes Cannabinoid, was es im Wedding bei uns zu kaufen gibt. Das ist legal, völlig nebenwirkungsfrei. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Einem selbst und nur anderen. Manchmal fühle ich mich einsam und manchmal bin ich stark. Manchmal liebe ich es, allein zu sein, auch wenn ich das nicht mag. Manchmal bin ich stolz darauf, wo wir gerade stehen. Und meistens bin ich glücklich, wenn wir dann weitergehen. Wenn wir dann weitergehen. Mit Liebe, Schnaps, Revolution. Nur Elend weit und breit, Angst und Unterdrückung, Rattenfänger stehen bereit. Alleine bist du nicht, zusammen schon ganz viel. Ich kenne deinen Trick, der bringt uns Richtung Ziel. Der bringt uns Richtung Ziel. Also wissen was von der LSR für mich? Den Liebe, Liebe, Schnaps, Schnaps und Revolution. Schnaps, vor der Pause aus
Sicherheitsgründen muss der Hut aber für die Pause wieder zu uns dann gebracht werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr dürft die Songs, habt ihr nicht gemacht, nicht wieder reingesteckt. Ja, ja. Ja. Schlagstein gewischt? Ja, Sparkasse. Hä? Was? Was? Geld. Ach so, Geld. Geld am Tomat. Geld am Tomat, ja. Okay, liebe Freunde, wir machen jetzt gleich eine Pause nach dem nächsten Song, weil wir die Fenster aufreißen müssen hier im Proberaum im Wedding. Der Hinterhof ist heiß. Und wir spielen diesen einen Song noch, gewünscht wurde Geld. Danach, Priska, musst du das Ding wieder gut verwahren. Wir lassen den Stream weiterlaufen. Was ihr seht, ist ein Stillleben. Wir suchen noch Texte fürs neue Album. Wenn euch was einfällt, mailt uns at mail@lodp.de. Vielen Dank. Ich hab die Taschen voller Geld, mein Kopf ist halb leer. Ich will Zinsen machen, sehne mich nach mehr. Egal ob 1000 oder 1 Million. Geld stinkt nicht, ich hab mich an Geld verloren. Ohne Geld in dieser Welt, nicht meine Sache. Ich kauf mir vom Taschengeld ne Luxuskarre. Seh nicht ein zu spenden, es weiterzugeben. Ich hab Geld, du nicht. So ist das Leben. Es geht ums Geld, ums Geld, ums Geld, ums Geld. Es geht ums Geld, ums Geld, ums Geld, ums Geld. Und Geld gibt mir Sicherheit und Geld gibt mir Macht. Ich habe schon an Freunden Gewinn gemacht. Gerne keine Skrupel, gerne kein Tabu. Ich hab Geld, du gehörst nicht mehr dazu. Es geht ums Geld. Ich habe schon an Freunden Gewinn gemacht. Kenne keine Skrupel, kenne kein Tabu. Ich sing die Strophe nochmal, was sagst du? Es geht ums Geld, 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 ums Geld. Denn egal, ob Schulden solltest, wo oder haben, ich lass mich später in Geld begraben. Ich bin Tag über Tag, ich bin immer satt. So, liebe Leute, und ich lade euch jetzt einmal ein, auf Google zu gehen, einzutippen, Weltrevolution 2.0 Lageismus, Hashtag Wedding. Und wenn ihr dann euch das synthetische LSR bestellt habt und ihr erstmalig LSR konsumiert und dabei Lieder des Lageismus singt, werdet ihr wissen, wofür ihr euch zu entscheiden habt. Und genau der folgenden Stelle. Oder Geld. Geld, Geld! Eure Freundschaft oder Geld. Geld, Geld! Eure Gesundheit oder Geld. Geld, Geld! Eure Drogen oder Geld. Was heißt hier oder? 1, 2, 3, es geht ums Geld, 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 Geld. Es geht um Euro, um Dollar, um Leben, um Money, um Kryptowährung und Bitcoins. Und dieses scheiß Geld, es geht um Geld, 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 Geld. Damit geben wir ab in die eingeschlossenen Sendestudios. Wir machen eine ganz kurze Pause. Es sind noch drei neue Songs im Top. Das heißt, es lohnt sich noch. Drei neue Lieder, die noch nicht gezogen wurden. Es geht weiter. Vielen Dank. Habt euch lieb. Zweite Halbzeit, liebe Freunde. Wir haben noch 45 Minuten Live-Musik vor euch. Es werden weiter fleißig Lieder gezogen. Das erste Lied nach der Pause wurde bereits gezogen von unserem zweitjüngsten Konzertgast. Ja, wir sind familienfreundlich. Ja, wir haben nicht Raucher
Ja, wir haben auch alkoholfreie Getränke. Ja, wir machen 22 Uhr Schluss. Das Ding mit der Küche, das wollten wir später machen. Achso, stimmt. Okay, alles klar. Wie heißt denn der erste Song, den wir spielen? Einheitsfrontlied. Das Einheitsfrontlied hat sich denn nie gezogen. Kann der Bassist vielleicht ein bisschen mehr drüben bleiben? Aber bleiben wir gut. Ich glaube, ja. Ab jetzt zeichnen wir auf, ja. Also ab jetzt sind wir online, Falle. Oh, oh. Es macht ihn ein Gespenst nicht satt, das schafft kein Fressen mehr. Drum links so drei, drum links so drei, wo ein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeit ein, als Front, weil du auch ein Arbeiter bist. Es macht ihn ein Gespenst nicht wach und auch kein Trommel dazu. Drum links zu drei, drum links zu drei, wo ein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeit ein, als Gott, weil du auch ein Arbeiter bist. Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine Sklaven und über sich keinen Raum. Drum links so drei, drum links so drei, wo Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet es kann die Befreiung der Arbeiterklasse über das Werk der Arbeiter sein. Drum links so drei, drum links so drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeiter ein, als Front, weil du auch ein Arbeiter bist. Okay, wo ist der Wundschuh? Da hat mir jemand was krass gezogen. Wurde schon ein neues Lied gezogen? Ein neues? Ein neues Lied. Ja, jetzt, sofort und gleich. Lieber jetzt, sofort und gleich. Nee. Ein neues Lied zum Träumen, Schwelgen. Ist mir zu spontan. Mal gucken, ob es uns zu spontan ist. Apropos spontan, die Textanfänge. Okay. Alright. Ein neues Stück extra für euch auf YouTube, jetzt, sofort und gleich. Ja. Thank you.
Tagen. Mit Apfelbaum und Rosenbeet und einem großen Garten. Die Pflanzen, alle Pflanzen leben mit und von den Tieren. Nur die Liebe und der Wind kann uns unser Glück garantieren. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Aber jetzt ist wieder Stau, keiner kommt voran, die Luft reicht nicht zum Atmen an, kommen irgendwann. Radio geht pausenlos, das Signal geht gnadenlos, in der Stadt das Strafverbot, wann bekomme ich pausenlos? Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Schuften gehen, sinnlos in der Schlange stehen, in Gedanken um sich selber drehen und daran zugrunde gehen. Dein Leben läuft perfekt, du hast das Spiel gecheckt. Ich streu mich einfach weg, kommst du mit in mein Versteck. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Lieber jetzt sofort und gleich, nicht erst später, nachher irgendwann. Ein neuer Song, wer hat den gerade gesungen? Wer hat den gerade gesungen? Vincent oder Lenny? Ihr habt gerade einen neuen Song gezogen, vielen Dank. Ja, was jetzt folgt, ist das Ende, Freunde. Bereits jetzt das Ende. Das Ende von Dit Janze. Wenn alles hier den Berg runtergeht, wenn wir es nicht schaffen, Mehrheiten zu organisieren, die sich für Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzen, werden mit Sicherheit andere Konstellationen geschmiedet. Und unter denen möchte ich da nicht schwimmen gehen. Da bin ich definitiv kein Freischwimmer mehr. Deswegen freue ich mich schon auf die große Flut. Ich sing nicht mehr über dieses und jenes, ich hab's verlernt. Bringt er doch eh nichts, ne, ich steh nicht mehr auf und geh meinen Gang. Mein Leben unter Zombies dauert viel zu lang. Ja, ich geh meinen Weg, wann und wie ich will. Ich weiß nicht viel, doch ich bleib nicht still. Denn wann, wann kommt die Flut? Wann, wann kommt die Flut? Stehend, noch gelacht. Was haben die ganzen Affen sich dabei gedacht? Du bist tief gefallen, hast alles riskiert. Am Ende stehst du da und bist ziemlich brüskiert. Oh, du bist so wild, so weit gekommen. Am Ende weniger als vorgenommen. Doch wann, wann kommt die Flut? Wann, wann kommt die Flut? Thank you.
Türme krachen gehen, wirst du blitzschreien lachen oder flehen, ob schwarzer, weißer Mann, ob Kind. Am Ende sind wir da, wo die Sterne sind, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Am Ende sind wir da, wo die Herzen sind, denn da, dann kommt die Flut. Da, dann kommt die Flut. Dann kommt die Flut. Dann kommt die Flut. Dann kommt die Flut. Gefüllt voller Schlager und anderer Raritäten. Wer hat den Hut? Wer hat den nächsten Song? Wir. Jetzt geht's los mit den Romantiknummern. Wir. Jetzt guckt mal nach links und rechts, ob ihr euch kennt, ob ihr euch kennenlernen möchtet und ob ihr die Handynummer schon habt oder haben möchtet. Und kommt euch näher. Es ist für den guten Zweck. Liebe ist nicht nur ein Wort. Facebook weiß es auch, YouTube sowieso.
mir geschrieben hast. Und ich dir auch ganz schön weh zu zusammengeschritten, weil ich Falle direkt erkannt. Wie oft schon hingefallen und wieder mit dem Kopf durch die Wand. Tja Mensch, wie konntest du das denn ziehen, ey? Das ist ein Fehler in der Matrix. Ich habe mich für die rote Pille entschieden. Ja, genau. Der Song ist vom Goethe-Institut gesponsert. Wir müssen das sagen, wir kriegen dafür Geld. Alkohol ist keine Lösung. Betrinkt euch nicht, nehmt keine Drogen, bleibt ihr selber. Schaut, wer ihr seid. Was heißt hier Oder? Oder. Und damit es euch nicht so ergeht wie uns, spielen wir diesen Song, eine alte LUDP-Weise aus dem 17. Jahrhundert, prähistorisch und dennoch brandaktuell. So mögen wir das. Ja, Mann, ja. Fang ich an. Du liebst mich nur, wenn du trinkst.
mich nur, wenn du trinkst. Ja, Titel, wie wir ihn nennen. Neu oder cool, ja? Genau, mal gucken, was ihr danach sagt. Neu cool, wäre schön. Zum vierten Bund, ne? Nicht ja. Neu cool. Genau, ein ganz neuer Song. Hier direkt live präsentiert für die YouTube-Gemeinde. Ich habe gehört, in Saudi-Arabien sind wir bereits abgeschaltet worden und Iran. Amerika überlegt noch. Aber es sind immer dieselben. Dieses Stück heißt, genauso wie meine Ansage gerade, ziemlich uncool. In Klammern. Neu. Neu auch noch. Neu und cool. Es ist nicht cool. Der Rechtsruck der Gesellschaft, es ist cool. Wie viel, wenn wir wollen, selbst schaffen, es ist nicht cool. Bei Pegida zu sehen, es ist cool, als letztes an der Bar zu stehen. Es ist nicht cool, antwortest du auf Angst mit Hohn, es ist cool. Gleiche Arbeit, gleiche Lohn, es ist nicht cool. Ruhestörung in der Nacht, ich habe selbst nachts die lauteste Musik gemacht. Schlupfloch Politik, es ist cool. Wenn ich gleich zwei Bier runterkipp, ist es nicht cool. Für manche Städtchen zu stehen, es ist cool. Erst nach 12 ins Bett zu gehen, es ist nicht cool. Plastik, Müll, es ist cool. Wenn das ganze Internet dieses Song brüllt, ist es nicht cool. Verwertungslogik, Marktwirtschaft, wir machen unser Ding ab sofort mit eigener Kraft. Thank you.
in eurem Plastikmüll. Zurück, da draußen warten Millionen und wir stellen uns hier hin für YouTube. Okay. Genau, da hörte sie diese. Ich habe hier noch einen, aber ich weiß nicht, ob ihr den jetzt spielen dürft. Alle macht den Web. Oh. Achso. Ja, mal gucken, ich fordere alle Menschen auf, die gleich einen schwarzen Bildschirm haben, das zu melden. Eieiei. Aber geil, kann ich mir das Bier holen. Das ist natürlich super. Okay, wir spielen einen Song, ein Mantra. Wir gehen 2022 Elektro. Wenn ihr in den Underground mit uns mitkommen wollt, ins Kater und sonst wohin, wir sehen uns auf der Seite der Coolen mit diesem Beat, 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 Beat. Humboldt-Club. Nordachse. Und der Wart nie mehr gesehen. Ja, wortwörtlich. Okay, ich werde sie nicht mehr. Scheibe, als ich ansehe, heute bist du ein Niemand ohne Laptop und PC. Denn du kannst gut aussehen und du kannst dich gut benehmen. Viel wichtiger als alles ist Chatten, Twitter, Mailen. Hier Leute, guck mal, bei den Clips sind wir echt drauf. Hier Leute, guck mal, seht ihr, wie ich einmal sauf. Die Welt ist eine Scheibe und der Mensch ist transparent. Selbst schuld sind alle, die den Trend verpennen. Ai, 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 ai. Die Welt ist Facebook-süchtig. Wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig. Ich glaub, du da klickst nicht richtig. Denn Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Ninja-Clone. Alle macht im Web so ein Dreck. Und ich stehe im Regen, denn die Party ist vorbei. Wie soll ich zum Wedding kommen? Es ist schon wieder weit nach drei. Jeder Depp hat nen App und dann wird das wie geleckt. Karten studieren oder Software programmieren. Und neulich auf der Party von irgend so einem Kumpel knallt die Sicherung raus. Wir stehen im Dunkeln, ich zünde Kerzen an, damit Romantik aufkommen kann. Doch was macht dieser Smartphone, der beöffnet seine Taschenlampen? Ey, 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 die App. Die
Welt ist Facebook-süchtig. Wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig. Ich glaube, das Umland klickt nicht richtig. Denn Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Media-Klon, alle machen den Web. So ein Dreck! Und was habe ich für Liebesbriefe verfasst? Ich mit Schrift und Parfüm an den Menschen rangemacht. Heute reicht ein CD-ROM, um richtig gut drauf zu kommen. Heute reicht ein Linksklick für einen schnellen ein Leben und Kommunikationsmöglichkeiten würde ich schlicht als nicht machbar bestreiten. Denn ohne 100 Nachrichten am Tag weiß ich nicht, ob ich noch alle meine Freunde mag. Ja, 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 ja. Nee, lieber nicht, oder? Die Welt ist Facebook-süchtig. Wer klickt dir nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig. Ich glaub, Lenny klickt nicht richtig. Denn Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Media-Klon, alle machen den Web. So ein Dreck! Scheiße, jetzt hab ich den Zettel vergessen. Ich wollte keinen neuen Beat bringen hier, keinen neuen Hip-Hop-Part. In jedem Provinznest gibt es dann ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Söhne. Sie fordern sowas wie einen Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kennen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Ist wäre so furchtbar, wenn Omas Rente plötzlich wegfällt. Und ich sage dir, was geht da noch im Feld? Ay, 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 ay. Die Welt ist Facebook-süchtig. Wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig. Jetzt sind wir mit Percussion wichtig. Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Media-Klon. Alle machen den Web. Und was habe ich? Epische Schlachten, an Pinwänden geschlagen, aus Listen rausgeschmissen und dann wieder eingetragen. Das Web ist unendlich und der Mensch ist so naiv. Ich finde sie nur online, die Geister, die ich rief. Vom Wedding aus in die Welt geschrieben. Mann, die Fashion ist so geil, boah, wir haben's mit denen getrieben. Zugehört und zuschaut, Fakten sind auf Sand gebaut. Ein Dreifach hoch auf den, der da auf Datenschutz vertraut. Wow, 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 wow. Oh, yeah. Die Welt ist Facebook-süchtig. Wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig. Ich glaub, du da klickst nicht richtig. Denn Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Media-Klon, alle machen den Web. Well. So ein Dreck! Jawohl. Prost, was ist das für dich? Wir biegen ab in den Ziel gerade, zwei Nummern machen wir noch, dann gehen wir wieder offline. Wir schauen uns an, was das Internet aus uns gemacht hat, ob unsere Menschen, die uns lieb haben, noch da sind, ob die Wohnung noch steht, all das andere. Was ist der nächste Song? Von vorn. Das vorletzte Lied, meine Damen und Herren, ist unser musikalisch erfolgreichster Song. Damals gab es noch kein Internet, als dieser Song veröffentlicht wurde. Das hat zur Folge, dass es regionale Chartwettbewerbe gab. Und wir sind mit diesem Lied in den Mecklenburg-Charts auf Platz 37 gestürmt, waren dort ganze zwei Tage und haben, wenn ich mich recht erinnere, 50 Pfennig daraus jeder pro Kopf verdient. Also das war unser Durchbruch. Goldene Zeiten. Wir denken gern zurück mit diesem Song. Matthäus.
Leben gekickt, Tränen getrocknet. Er wird Zeit zu Glück in Pedalen getrimmt. Ich werfe die Angel, durch die Flinte ins Kopf. Essen, Leben, Lieben und wieder von vorn. Ich muss raus aus dem Alter, ich muss raus aus meinem Bau, ich muss raus aus meinem Elend. YouTube-Abend. Mittlerweile hat Deutschland die diplomatischen Beziehungen zu mehreren Staaten abgebrochen aufgrund dieses Videos. Es herrscht Ausnahmezustand auf den Straßen und das Netz ist nur noch in halber Geschwindigkeit zu erreichen. In Teilen Köpenicks gar nicht mehr. Aber willkommen zum letzten Song, meine Damen und Herren, dieses unglaublich schönen Abends. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier bei euch im Proberaum zu empfangen. Ich glaube, wir machen das immer wie Jürgen Drews. Weißt du so, wir touren nicht mehr und gehen rum mit den Konzerten, sondern wir laden zu uns nach Hause auf den Ballermann oder halt in Wedding ein und machen da die großen Events. Das, denke ich, Konzept wird sich durchsetzen. Okay, wer hat den letzten Song gezogen für heute Abend? Griechischer Wein. Und der heißt? Griechischer Wein. Was? Griechischer Wein ist dritte Halbzeit. Hallo. Analog, echt. Mit Schweiß. Und Lennart.
Okay, es folgt ein letzter Song aus uralten Zeiten, das Larifari. Glaube ich, oder? Ist das nee, ziemlich nett. Ich komme ja nach Fari und nicht mit Platzer. Ja. Scheiße alt, der Song. Scheiße alt. Ist auch immer noch genauso beschissen wie am Anfang. Besser wird's nicht. Aber manchmal ein bisschen anders, je nachdem. Also, wir waren Lari in die Pausenmusik. Drei Viertel von Lari in die Pausenmusik. Wenn ihr besser Schlagzeug spielen könnt als das, was ihr heute gehört habt, freuen wir uns über einen Kommentar. Lasst mal einen Daumen da, Freunde. Ja. Hashtag, wir sind alle cool. Hashtag Wedding der Tat. Hashtag habt einen schönen Abend. Hashtag das Internet ist unser. Macht's gut, ihr Schlafmützen, ihr verpennt das Leben da draußen. Ich gehe jetzt saufen danach. Ich weiß nicht, ihr werdet euch bestimmt einen runterholen und dann Warcraft spielen. Und dann wieder unanieren. Ich habe was anderes vor, liebe Leute. Deswegen ist unser letzter Song. Vielen Dank. Oh, scheiße. Gerne Brunch, ich gehe mit so ziemlich jedem Menschen gerne tanzen. Ich bin ein Fußballfan und ich stehe auf Konzerten. Ich kletter in Kletterwäldern, ja, das ist für mich die Härte. Hey, 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 hey. Ich geh manchmal feiern und mach ne mega Sause. Ich steh auf meine Uni und ich steh auf meine Profs. Ich steh auf Zoe und den anderen harten Stoff. Ich fühl mich wohl bei meinen Freunden und in meinen vier Wänden. Ich liebe es gemeinsam Richtung Internet zu trampen. Hey, 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 hey. Ich echt nett, doch am allerliebsten bleib ich den ganzen Tag im Internet. Das schreibt sie auch noch. Es gibt so viele Dinge, die finde ich echt nett. Doch am allerliebsten bleib ich analog und nicht im Internet. Wir haben das ganze Internet zusammengeholt für diesen Kerlfern. Ich mag es, nachts mich in den Schillerpark zu legen. Ich liebe lange Haare und den leichten Lebensstil. Ich liebe es zu reden, darum tu ich's auch so viel. Ich fahre gern Urlaub und ich bade gern im Meer. Ich will auf Zustände, darum nehm ich immer mehr. Hey. Vielen Dank an das Internet! Und dann möchte ich euch einen Mann vorstellen, unter dem das
das heute alles nicht möglich wäre. Er ist sozusagen der Mann des Internets, er ist der Herr des Internets. The President of Internet, meine Damen und Herren, mit internationalen Referenzen. Begrüßen Sie bitte mit mir Mirko von Unplugged Wohnzimmer, der uns heute ins Internet gebracht hat. Vielen Dank an alle Glücksfeen jeglichen Geschlechts für eure weise und entsonnene Wahl. Wir sind ganz gut eigentlich mal weggekommen, oder? Mit den Songs, die gespielt wurden. Also vielen Dank für euer glückliches Händchen. Und noch einmal von rechts nach links, meine Damen und Herren. Vanja Borchardt am Bass, der Mann aus Kreuzberg, der mehr Sonnenbrillen hat als ich Gehirnzellen. Links neben mir, der Ältestenrat von LUDP, an der Stromgitarre tanzt. Mein Name ist Lari, zusammen machen wir bestimmt noch ganz, ganz viele wunderbare Konzerte, online und analog. Vielen Dank, liebe Leute! Ich stehe auf Musik, egal mit welchem Instrument. Ich stehe auf Musik, egal ob Solo oder Band. Ich stehe auf den Rhythmus und auf einfache Akkorde. Ich mag es nachts zu singen im Chor mit dieser Horde. Ich liebe meine Eltern und das ganze Publikum. Ich verliebe mich Musik, ist sie endlich einmal stumm. Es gibt so viele Dinge, die finde ich echt nett. Doch am allerliebsten bleibe ich allein. Es gibt so viele Dinge, die finde ich echt nett. Doch am allerliebsten. Internet, wer are you? Hey! Hey, 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 hey.